Herzlich willkommen zur weiteren Fahrkarte in Thüringen. Wir machen weiter mit Kühe kaufen. Wir wollen noch 30 Tiere haben. Ungefähr, also das haben wir 14. Ja, müsste das Hammerfahren reichen. Und den Rest können wir noch vor Ort kaufen, die zwei Tiere. Dann haben wir genau 200 Stück. Und das sollte eigentlich dann reichen. Wie, Anhänger ist voll. Achso, gut, okay, das ist voll. Habe ich nicht leer gemacht? Dann ist gefährlich, muss sofort runtergehen. Auf. Und sterben die Tiere wieder im Stall. Im Hänger. Habe ich die nicht leer gemacht? Nicht bestätigt? Oh, das ist nicht gut. Dann muss ich auf 1 gehen. Denn letztes Mal sind mir die Tiere gestorben. Vorletztes Mal. Im Anhänger. Ich habe nur Licht gemacht. Nur bei Eiern. Die Tiere sterben. Nun ist leer. Und gleich gucken, ob sich das auswirkt. Gesundheit. 83, das sind die älteren Tiere. Und das sind. Auch ältere. Sind die ganz jungen, sind die 194, 83%. Mhm. Also einmal fahren noch. Ja, dann nur einmal fahren, ne? Einmal umsonst. Wie gesagt, das Risiko, wenn man dazu schnell agiert, also Zeit vorspult, und dann gerade zu Mitternacht vielleicht, auch das kam noch hinzu, sterben die Tiere. Nicht gut. Wenn man es weiß, dann darf man nicht schnell vorspulen. Aber ich darf jetzt auf 60 gehen. Dann will ich die Nacht überstehen. Mal gucken, ob wir Felder haben oder ob ich keine Arbeit. Ein paar Missionen, mal sehen. Paletten verkaufen. Na, das war eben blöd von mir, gegen Laternenfall zu fahren. Natürlich sollte da gleich der Zaun. So. Also solange wir jetzt keine Tiere gekauft haben, können wir auf diese Geschwindigkeit laufen lassen. Und dann gehen wir näher wieder auf 5 zurück. Wir müssen noch ein paar Tiere kaufen. Wenn wir erst Tiere kaufen, geht es auf 5 zurück. Sonst haben wir Problemchen. Und dann füllen wir den Rest auf nach entsprechend. Dass wir 200 Tiere haben hier. So, jetzt fahren wir die zurück. Jetzt können wir nachher sagen, okay, wir haben 200 Kühe. Es wird zwar eine Weile dauern, bis die alle Kälber gekriegt haben. Ein oder zwei. Dauert ein bisschen, aber gut. Wir halt Geduld haben, ne? Jetzt haben wir Mitte Sommer. Ja. Wird bald die Ernte anstehen. Einmal Heu machen noch. Bekannten Felder 21 und 23. Und den Rest machen wir Silage für zum einen BGH und zum einen, solange wir keinen Mais gemacht haben, für unsere Mischfutter. So, jetzt haben wir genau und eine Kuh kaufen wir nach. 200 lässt sich mich gut merken.
So. Das ist verkehrt. Die fahren mal weg. Beim Menü für LKW wollte man nicht rein. Die stellen wir jetzt so gesehen auf der rechten Seite hin. Ne? Der Richtung ist rechts. Denn wir haben ja Rauchnäher für unsere Ferkel und dann Stall. So. Dann kann man eine Kuh, Entschuldigung. Und zwar eine jetzt haben wir 200 Tiere. Jetzt kriegen die entsprechend gleich Wasser. Tag Mu. Wir kriegen das gleiche Ergebnis wie vor, wo wir schon mal Tiere gekauft haben. Also jetzt haben wir wieder so viel. Und nachfüllen dürfen. Jetzt können wir gleich unseren Mischfutter holen und da geht es gleich los. Ja. Da werden bald einen größeren Hänger rauchen, ne? Werden wir. Schauen wir mal wann, aber. Hier können wir die Gülle wegfahren. Aber dann müssen wir Dünger herstellen. Dünger. Man braucht Mist. Man braucht Stroh von unseren Feldern. Ob wir jetzt Stroh auskriegen? Halt Schnauze. Gibt doch gleich bestes Futter. Zu weit gefahren. Na, Heu kriegen wir nicht. Stroh auch nicht. Mischration. Entschuldigung. Ja, da müssen wir einen größeren Hänger haben, aber zumindest zwei. Aber zwei ist auch Quatsch, ne? Wir müssen dreimal fahren jetzt. Das heißt, jetzt haben wir 14.000. So ein gelber wäre nicht schlecht. Haben wir den gelben hier irgendwo gehabt? Wir müssen sowieso Anhänger haben für unsere unsere Gefelder hier. So dass wir in ein Lager fahren können. Haben wir überhaupt an Felder da, an Maschinen da? Noch nicht reif. Anhänger, wir brauchen einen etwas größeren, der auch im Stall reinpasst, das ist immer ganz wichtig. Da gehen rein, doppelte. Und der ist schon bald zu groß. Die sind auch zu groß. Die sind auch zu groß. Und das ist ein großer. Trelleburg. Standard. Das ist so ein kleiner, ne? PS-Leistung braucht ihr überhaupt? Das steht ja nicht. Man muss immer mal mieten zuerst, dann kann man sagen, okay, das passt. Ah, das sind die anderen, die mal. Ach so. Oh, die sind 80.000. Die haben schon in sich, das sind größere, ne?
Designfarbe. Haben wir Metallic da? Das ist schick. Hauptfarbe. Farbe. Da gibt es nur noch mal. Oh, das. Kostenpunkt 80.000. Wäre heftig bei der Ernte, ne? Bergmann. Und das sind die anderen Dinge. Ich kann auch alles fahren. Fliegel. 43. Und hier sind hier Dinger hier von. Für. So anhängen. Und diese hier. Hakenlifte. Anhänger habe ich ja viele. So, weiterfahren. Abgekommen von der Arbeit. Ja. Das Problem ist, die Hänger dürfen nicht nach oben abkippen, weil das Dach ist ja in der Nähe. Das Dach hat ja auch Kollision, davon ausgehen, dass es hat. Und dann spinnen die Hänger, die verklemmen sich dann und dann alles. Ah, das ist nicht gut. Das muss ein Hänger sein, der ein bisschen, der schon, der kippt auch nach oben ab, aber der ist nicht so groß. Und den zwei dran habe, oder drei, dann wäre ich auch mit einem Ritt durch. Der Traktor bremst nicht gut. Da muss man vorausschauen fahren. Ja, Kühe Futter haben. Kühe haben Wasser. Und dann müssen die Schweine umkümmern. Also Schweine werden auch bald. Ja, brauchen wir noch einen Stall, müssen noch was verkaufen, für, damit wir Geld haben für einen Stall und, naja, Schweinefutter wird kein Problem sein. Das Schweinefutter kaufen ist bald billiger, als wenn ich mir jetzt so eine Produktion aufstelle und dann alles reinfahre. Aber auf Dauer ist es jetzt besser, ne? Das billiger wird die andere Frage. Die Malzdings da ist ganz gut für Bier. Dann kriegt man auch Schweinefutter raus. So, einmal noch. Und schon ein Stück Holz aufgeschlagen, ne? Ah, noch heil geblieben. Die Hänger sind ja immer im Beschlag, also ich kann die ja nicht, beziehungsweise ich will dann nicht jedes Mal, wenn noch was drinnen bleibt, zurückfahren und wieder auskippen, sondern einfach stehen lassen, letztendlich in der Garage. Deswegen ist das, Traktor ist eine andere Geschichte, da kann man immer notfalls sagen, okay, ich brauche einen und nutze ihn für die Ernte, oder fürs Düngen, oder keine Ahnung, fürs Kalken, dafür sind das alle mal gut. Verkaufen können wir auch noch nichts, das ist nie reichen. Na, Kälber kriegen wir erst im Frühjahr. Also jetzt haben wir Mitte Sommer, halbes Jahr ungefähr, sind einige erst fällig. Ja, halbes Jahr halt, ne? Das ist dann Mitte Winter. Frühling ist ja so weiter, wenn die ersten kommen. Ja, so groß dürfen die auch nicht sein. Gib mal aus. Ein bisschen an die Außenwand gefahren hier. Oh, genau. Die Ton. Na. Das melden die sich auch nicht. Na, da jetzt schon.
Vollgas! Also wenn du einen Schlag 200 Tiere kaufst, dann hast du zu tun. Mit Futter. Zum Glück ist das mit Wasser nicht mehr so dramatisch. Das läuft ja von alleine. Das ist ja wie im modernen Stall. Also durch Bremsen mit Tastatur geht besser. Naja, warum das genau liegt. Taktaturbedürfe hin, oder ne? Geht noch. Aber Tastatur irgendwie ungewohnt. Geht auch, aber ist nicht schön. Gut, der ist jetzt voll versorgt. Und das meinte ich mit Hänger stehen lassen, ne? Die kannst du stehen lassen, die brauchst nicht. Das haben die Schweine noch extra Hänger zu stehen. Können wir gleich stehen lassen, können wir gleich rüberfahren zu den Schweinen, die entsprechend versorgen. Wenn man so vergleicht, früher haben sie ja, was wie früher, wird halt auch noch so sein, da wird einer für den Stall zuständig sein. Und bei einer gewissen Anzahl auch zwei, drei Leute zuständig. Hier müssen wir ein bisschen was kaufen und dann vorher erstmal den anderen Futter wegräumen. Sonst meckert der mit, ist mistig, nicht sauber. Hier kaufen wir halt Futter dazu, das kostet ein bisschen Geld. Aber die Produktion an sich ist ja dann auch ein bisschen mühsam. Beziehungsweise teuer und wir hätten noch gar nicht mal. Man sagt schon, die nötigen Ressourcen, um dasselbe herzustellen. Also wir könnten die Tiere gar nicht versorgen. Schweine hätten wir echt Probleme, weil der Prinzip. Das nicht ranbekommen. Wasser müssen die haben und Futter. Aber wir müssen mal sehen, dass wir immer putzen. Die machen ja Mist vorne, warum auch immer. Das ist eigentlich nicht logisch, normalerweise ein Stall der Mist sei. Aber das ist hier draußen der Vorratstank. Vorratstank ist normalerweise kein Mist. Weil wer kleckert denn hier da eigentlich, ne? Also Abkippmodus eingestellt, zu tief, zu steil. Ja. Nimmt da auf und ist Schweinefutter. Ich meine, dass mir ist das recht. Gibt man dann wieder aus und wieder versorgt. So, ich schaue. Den Rest sehen wir gleich. Ja, machen wir fertig, ne? Ein bisschen beeilen. Gibt man schnell aus, dass die hier auch versorgt sind. So. Jetzt kriegen wir gleich Wasser. Für Ferkel erkennen könnten. Ja, das ist doch nicht so weit. Ja, genau. So, liebe Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wie gesagt, immer gern liken, abonnieren oder ja, kommentieren.
Kritik, Anregung, immer rein damit. Nehme mich gerne an. Schau, was möglich ist. Dann seid mal Tschüss und Winke, schaut, ciao. Und sitze ich hoffentlich zur nächsten Folge. Tschüss.